Hackerzelle Avalanche hat heute mit einem weiteren Anschlag gedroht. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Marco Reaktor 5 kommt es momentan zu erheblichen Fahrplanstörungen. Den Bahnhof von Sektor 4 erreichen wir deshalb mit einiger Verspätung. Unser Ziel ist Reaktor 5. Vom Bahnhof aus schleichen wir uns durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau. Und jagen den Laden in die Luft. Jesse und Wedge fehlen zwar, aber wir packen das schon. Okay. Klar. Leergefegt. Unsere Warnung hat ihre Runden wohl etwas zu früh gemacht. Als Gruppe fallen wir auf. Ihr bleibt hier. Barrett sehen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Wieso das? Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Lass ihn einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Bin gleich wieder zurück. Danke. Sagen Sie, ist das zum Selbstschutz gedacht? Sollte man alle festnehmen, die von Avalanche? Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben Riesenangst. Aber ich... Nein, wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still. So. Was ist? Sehen Sie das anders? Ob ich das anders sehe? Worauf du ein... Tun wir nicht. Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. Um unseren Lebensstandard in Midgard zu bewahren, werden täglich Unmengen an Makroenergie verbraucht. Was ist mit Tifa? Lass sie nicht hängen, okay? Ich habe nichts gehört und will auch gar nichts hören. Außerplanmäßiger ID-Scan. Wieso was das? Was soll das? Außerplanmäßiger ID-Scan. Unbestätigte IDs entdeckt. Alarmzustand ausgelöst. Zu ihrer eigenen Sicherheit beginnen wir nun mit einer Personenkontrolle im ganzen Zug. Nein! Lass los! Mir nach! Hilf den Leuten hier, Cloud! Verstanden!
Nicht. Sind wir nicht? Wir möchten sie alle beschützen. Bitte. Ich sehe nach den anderen. Wir schaffen das. Das nimmt kein Ende. Das scheint wirklich kein Ende. Bleibt nur eins. Am Bahnhof werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Auf den Wegsplan E. Einfach mal so von der Schippe zu springen. Sir! Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der Dritte ist auch noch am Leben. Ist umstellt! Ihr werdet den Dreien ein Wiedersehen. Sir! Zu Befehl! Ja.
sind sie! Wir haben die Leute mit den falschen Eindings. Erbitte Verstärkung! Weiter. Schieß los. Ursprünglich lief alles nach Plan A. Der sah vor, dass wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir es leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Bis E. Ganz schön knapp. Genial, was? Wir waren in Linie 4. Die verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Und neben uns die Gleise zu Reaktor 5. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Zwischenfall im Zug gerade, würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher. Also schnürt die Schuhe und spurtet brav los. Ja. Wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja. Seien Sie ganz unbesorgt. Genau. Sir! Die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Hab ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt?
Sir. Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Thron. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. Shinra weist uns den Weg. Achte auf die Zeichen in den Wänden. Clever? Er meint Stan. Die Schnauze des Köters zeigt in Richtung von Reaktor 5. Und achtet auf die Signale. Nur Streckenabschnitte mit blauen Lichtern sind sicher. Genau so! Unterschätzt.
richtigen Riecher. Die Schnauze von Stan zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Weiter geht's. Was ist das? Nicht gerade einladend. Ist das ein ganzes Nest? Ja, die Tiere in der Platte gedeihen und mutieren prächtig. Dank Marco. Was ist das, Marco schon? Ja, also besser gesagt Shinra. Deine Welt ist beneidenswert. Widerliche Schleifer!
getroffen. Allerdings, ein Meisterwerk. Genauso hässlich wie das Original. Seht mal, Shinra versucht wohl doch sie loszuwerden. Aber ziemlich heimbar. Warum kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgepumpt? Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Doch alles keinen Sinn. Wo kommt die her? Nachdem wir noch gefahndet. Auf Nummer sicher. Findet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann? Gibt's einen Geheimgang. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avala. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir... Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Ja. Wir werden sofort den Testroboter in Abschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja! Später Zeit. Ach komm schon, jetzt freu dich doch mal! Du kannst dann echt nicht leiden, was, Barrett? Der Kleine kann nichts dafür. Aber ich kann es nicht ausstehen, dass sie das Ding so glorifizieren. Als Inbegriff der Loyalität sozusagen.
Der arme Stan. Wohin man auch geht, nichts als Wände. Einfach zerstören. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Wo willst du hin? Da sind sie! Wir sind euch immer ein Schritt voraus! Kann ich schaffen. Nicht übertreiben! Haben wir den Geheimgang erreicht. Plan E läuft wie am Schnürchen, was? Oder ist unser Herr Soldat der anderer Meinung? Der Plan stammt von Biggs, oder? Mit Beteiligung von mir. Dann sind wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? Ich bin bereit. Dann
übernimm. Ich zähl auf dich. Roger, ich übernehme. Ja. Das wäre geschafft. Die Augen nach unserem treuen Freund offen. Er zeigt dir, wo der Geheimnis ist. Entdeckung! Das stand nicht im Plan! Verzieh dich, Schrottkopf! Ein älteres Modell. Ungefährlich. Schrottkopf also. Verdammt harte Nuss! Was sollen wir tun? Zielt auf die Beine. Wir stürzen ihn. Thank you.
das? Starksturm! Auf Onkel Barrett des Palastes!
geschieht ihm recht. Weiter. Ja, hier lang. Bericht von der Analytik. Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen. Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen. Was für Störfrequenzen? Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult. Sir, das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert. Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen. Diese Unruhestifter. Die Kameras in Abschnitt E sind ausgefallen. Der Direktor. Ja. Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja, selbstverständlich, Herr Direktor. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich. Zu Leuten, die mir nützen. Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. Mann, ist das... Geht's, Barrett? Musstet ihr euch in Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eines sah aus wie ein Skorpion. Das Ding gerade. Womit könnte man das vergleichen? Ja, gute Frage. Ist doch völlig egal. Alles läuft nach Plan. Unser Aufzug. Leider etwas lästig. Ist es längst.